Damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Willkommen zu Need for Speed Rivals. Zurück in der Cop-Karriere. Jawohl. Schauen wir mal, was machen wir denn hier? Hier haben wir jetzt wieder drei Aufträge, die wir abschließen können. Einmal den Enforcer mit 7500 Punkten, die wir erreichen müssen. Bronze bei Hot Pursuit und ramme einen Racer von hinten undercover. Sammle 7500 Punkte. Verhafte einen Racer, erreiche 257 km/h und streife, sammle 7500 Punkte, slamme einen Racer von der Seite, patrouilliere 3,2 Kilometer. Wir machen mal Undercover, denn das hört sich so ein bisschen interessanter an. So, also, wir müssen einen Racer verhaften, 257 km/h, nicht 752, und 7500 Punkte uns einfahren, jawoll. So, wir wählen uns nun mal ein neues Auto aus, denn hier, ich habe hier irgendeinen schon freigeschaltet, den Aston Martin, genauso wie ich auch den Nissan GT-R habe, der ist, glaube ich, deutlich besser. Ja, der Nissan GT-R, oh, in der Black Edition, der war nämlich schon beim Spiel dabei. Jetzt haben wir hier noch so einen als Enforcer, okay, also gibt es da eine spezielle Klasse für, der ist auch der beste von der Stärke her. Wir nehmen aber den ganz normalen GTR Black Edition, den Nissan GTR in der Black Edition. So, der sieht auch schon mal nice aus. Jetzt müssen wir mal gucken, unsere Verfolgungstechnologie, müssen wir uns was Neues hier mal Schönes kaufen. Ach ne, das ist dann Level 2, alles klar. Hier, das können wir nämlich... Ah, das ist alles schon in Besitz. Okay. Aber warum? Warum verstehe ich jetzt nicht? Ich habe gar nichts... Ups, Entschuldigung, ich habe gar nichts gekauft. Macht nichts. Wir nehmen einfach mal das. Okay, was haben wir hier noch? Das Elektromagnet. Das MP hatten wir ja schon mal. Die Straßensperre. Okay. Okay. Habe ich noch nie gesehen. Wir nehmen einfach mal die Schockramme auf Slot 1. Und Slot 2 nehmen wir mal das Nagelband. Zack. Wenn wir jetzt nämlich jemanden verhaften müssen... Ist das ganz nice. Hier ist das All-Drive-Einstellung, die Karte. Alles klar, okay. Ja, ansonsten können wir eigentlich gar nichts machen, ne? Nö. Wir verlassen mal die Garage. Starten einfach mal draußen vor unserer Haustüre. Und dann schauen wir mal, was wir so machen müssen. Jawohl. Mal gucken. Letztes Mal war es ja so ein bisschen krass chaotisch, weil ich irgendwie überhaupt keinen Plan hatte, was ich so alles machen muss und tun kann und wie das Ganze so funktioniert. Keine Ahnung, wie das jetzt wird. Ich weiß es nicht. Oh, es ist Nacht und es sieht aus, als würde es regnen. Oh, der Nissan GT-R ist schon nice. Okay, was ist da? Hier habe ich doch gerade auf der Karte. Okay, kann ich irgendwie nicht identifizieren, was das sein soll. Wir müssen einen Racer verhaften, also machen wir mal eben eine Hot Pursuit. Eine Routineverhaftung, 3,6 Kilometer. Einmal umdrehen, zack und los, ab geht die wilde Fahrt. Mal sehen, was hier so als Routine bezeichnet wird. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall das Wettersystem hier äußerst wechselhaft. Also, das bleibt hier nicht ewig gleich, ne? Das wechselt schon auch Tag und Nacht wechselt. Oh, da ist noch ein Kopf unterwegs und noch ein paar Autofahrer. Und jetzt seht ihr unten rechts auf, unten links auf der Karte. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt unten rechts gesagt habe. Ist das nur... Ne, die Anzeige für die Blitze ist einmal und dann sind da noch so... Ah, da haben wir noch einen Racer. Auf jeden Fall sind da so rote und orangene Dreiecke. Keine Ahnung, was die zu bedeuten haben. So, jetzt holen wir uns hier erstmal den Racer. Wir fahren einfach mal hinterher. Keine Ahnung, ob das jetzt auch schon zu unserem Auftrag hier gehören könnte oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich fahre einfach mal richtig krass hier hinterher jetzt. Den hole ich mir. Zack. So. Bam. Den haben wir jetzt schön hier so eine Ramme eingesetzt. Hier die Schockramme. Aber ich weiß jetzt nicht, wie man das Nagelband... Boah, fuck. Ich bin kein guter Polizist, ey. Ohne Scheiß, ich bin kein guter Polizist. Fuck, ich glaube, der ist weg. Scheiße. Nein, da vorne ist er. Geh weg hier mit deinem Mustang. Denn Nissan GT-R ist eh nicer. Very nice. So, jetzt hier schön das Nitro ziehen. Verhafte einen Racer. Das ist... Oh, das war schon knapp. Das ist unser Ziel. So, und den hole ich mir jetzt. So. Nochmal die Schockramme einsetzen.
Ja, damit er nochmal schönen Schaden bekommt. Der ist nämlich fast kaputt. Fast ist er kaputt. Die Nägel habe ich, 4 Nagelbänder habe ich insgesamt dabei und noch 2 Schockrahmen. Das seht ihr rechts über dem Tacho. Die lädt sich nämlich gerade auf. Jetzt einen Slam verpassen. Eine Schockramme verpassen. Jawohl. Die Frage ist nur, wie... Ah, Nagelband geht auf B. Oh, Kollege, du bist tot. Du bist tot. Du bist tot. Verhaftet. Zack. Also, die erste Aufgabe haben wir für heute schon erledigt. Verhafte einen Racer und 7500 Punkte und 257 km/h. Überhaupt kein Problem. Das heißt, wir können schon... Oh, scheiße, ich bin durch mein eigenes Nagelband gefahren. Fuck. Shit. Ach nee, das heißt, wir können direkt erstmal unser GPS und die nächste Kommandoposten gehen. Und dann haben wir das schon geschafft. Betritt einen Kommandoposten ist eh unsere nächste Aufgabe. Da vorne werden auch noch welche gejagt. Ein paar Racer. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wer jetzt hier echte Spieler sind und wer jetzt Computergegner sind. Oh Mann, jetzt bin ich auch noch in dieser Verfolgung mit reingerutscht. Bam! Komm, lass mich überholen, dann gebe ich dir einen mit dem Nagelband. Ich habe nämlich ein Nagelband dabei. So, jetzt muss ich den nur noch hinter mir haben. Wo ist er? Wo ist er? Jetzt kommt er wieder vorbei, glaube ich. Da ist er. Ah, shit. Der hat die Abzweigung genommen. Verkackt. Komm, die Verfolgungsjagd, die gebe ich mir jetzt noch. Die Verfolgungsjagd gebe ich mir jetzt auf jeden Fall noch. Und dann werde ich mich mal nochmal für nächste Mal ein bisschen schlauer hier machen für das Spiel. Ey, weil ich dachte jetzt, okay, jetzt so nach dem ersten Mal, kapierst du das? Nö. Nö, keine Besserung. Ich sehe hier keine Story in dem Spiel, nichts. Für mich hat das Ganze hier keine Story, gar nicht. Ey, den Kollegen hatten wir doch gerade schon mal. Zack, Nagelband gelegt. Mal gucken. Ha! Jetzt fährt er durch. Jawohl, er ist durchgefahren. Ist er durchgefahren? Ich glaube. Ich glaube, ja, er ist durchgefahren. Hinten rechts hat er auf jeden Fall schon mal einen Platten. Boah, was war das denn? Schockwelle. Wow, ganz frecher Kerl hier. Der meint jetzt, der kann was. Nix da, Kollege. Ich schwöre dir, ich hau dir so die Hucke hier voll. Du wirst kein Land mehr sehen. Und danach gehe ich aber zurück in meinen Kommandoposten. Zack. Perfektes Nagelband. Ha. Perfektes Nagelband, würde ich sagen. Da. So, der ist ordentlich am Abfallen. Tschüss, Kollege. Schockramme eingesetzt. Damit ist er verhaftet. Die dritte Verhaftung. 6000 Punkte. Ha. Zack, gebe ich dir nochmal einen mit. So, jetzt gehen wir aber... Oh, Kopf zerstört. Okay, irgendjemand fordert Unterstützung an. Das Ganze, das habe ich noch nicht verstanden. Wer hier Spieler? Gucken wir mal. Ah, okay, jetzt, ich glaube, ich habe das... Oh, shit. Da, da, der braucht Unterstützung. Unser Kollege hier. Schon wieder hier so ein Dodge oder was ist das? Sieht so aus. Mein Gott, ich wollte eigentlich schon zurück zur Kommandozentrale. Wo ist er? Und nochmal durchs Nagelband gedöns gefahren. So, den geben wir jetzt noch hier den Rest. Bam! Und nochmal. Ach, shit. Fuck, das war fake. Aber zum Glück fahren wir jetzt wieder in die andere Richtung. Nämlich Richtung Kommandozentrale. Oh, 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 oh. Da unten kommt nämlich eine Werkstatt, das weiß ich. Oh, der darf die Werkstatt auf keinen Fall erreichen. Jetzt, 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 jetzt. Ah, shit. Komm schon. Und, nein! Oh, gerade im letzten Moment. Wow, da fliegt er weg! Schon wieder ein Racer verhaftet. So, und der Kommandoposten ist nämlich für uns auch gleichzeitig unsere Werkstatt. So, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Gucken wir mal, dass wir noch einen Auftrag erledigen können. Also, wie gesagt, das Ganze ist doch so ein bisschen komisch, ne? Weil es gibt keine richtige Story. So, wie viele 1000 Punkte haben wir denn jetzt? Wir haben... Wow, Verfolgungstext 14 Stück benutzt, Höchstgeschwindigkeit 272 km/h, Verfolgung 4 gestartet, Racer erwischt haben wir 3, Racer entkommen ist einer. Ich würde mal sagen, eine ganz gute Bilanz. 29.000 Punkte eben einkassiert, ganz viele neue Sachen, ein neues Auto. Zeigt mal das gute Stück hierher, ein Chevrolet, richtig fettes Teil. Oh, der hat schon heiße Kuh. Ein Camaro, aber in Standarddesign, so mehr so undercover-mäßig, ne? So, Kapitel 2 schon, harte Bandagen. Nachdem ein Street Racer ein Video im Internet veröffentlicht hat, nehmen sich dies andere Fahrer zum Vorbild und laden ähnliche Videos hoch. Es scheint, als wäre aus einer ehemaligen Untergrundsportart eine Art virale Reality-Show mit Fahrern, die alles dafür tun, Berühmtheit zu erlangen. Wahrnehmung ist Realität. Recht und Ordnung gibt es nur,
wenn Leute daran glauben. Heute glauben sie weniger daran als gestern. Sie sehen, wie Racer ohne Folgen Gesetze missachten. Und wenn Gesetze wirkungslos sind und nur noch höfliche Vorschläge, dann bricht die Gesellschaft zusammen. Uns wirft man Einschüchterung vor. Dabei ist demonstrierte Gewalt angewendeter Gewalt klar vorzuziehen. Und wenn demonstrierte Gewalt nicht mehr ausreicht, muss man manchmal doch das einzig Wahre tun. Okay, also das ist die Story, die zieht sich aber nur so als ganz, ganz dünner Faden so nebenher, neben dem Spiel so her. So, erziele 4 Treffer mit dem ESF, erziele 2 Treffer mit dem Nagelband und trifft 3 Racer mit Verfolgungstechnologie. Dann mache ich lieber das. In der nächsten Folge aber erst allerdings, denn die Zeit reicht auf keinen Fall mehr. Das wird mir zu knapp, sonst ist die Racer-Folge kürzer als die Kopffolge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schönen Tag, schöne Woche, schönen Abend noch, was auch immer. Bis dann, Leute. Schaut euch die Racer-Karriere an. Vielleicht läuft es da besser als mit den Cops. Bis dann. Ciao.